Freunde, es soll ja Leute geben, die sagen, ein 907er wäre nicht overpowered. Jetzt hat er aber noch mehrere Zugpartner, ne? Die sind zu dritt unterwegs. Unfair Matchmaking made by Wargaming. Meine Damen und Herren, eine Schlachtergassen-Map. Links Schlachtergasse, rechts Schlachtergasse, in der Mitte Kreuzfeuer Schlachtergasse. Sprich, der 907er kann seine maximale Panzerung einsetzen. Sollte man ihm begegnen, ist man sofort Geschichte, denn er ist nicht alleine, er hat sogar noch Zugpartner dabei. Obwohl er schon einen overpowerten Panzer fährt, hat er noch mehrere Zugpartner. Jawolski Popolski. Es gibt auch keine Artis übrigens. Das heißt, ich krieg noch nicht mal Arti-Unterstützung, wenn ich hier was spotte auf der komischen Map, die für meine Badchat komplett ungeeignet ist. Und wie wir sehen, sind die schon auf der Wasserseite durch. Wir kriegen hier auch keinen Support. Der 907er, sollte der einmal da durchfahren, hat der auf jeden Fall das Spiel schon in der Tasche. Freunde, ich hoffe doch, dass die Leute, die hier an der Base stehen, mithelfen werden. Ansonsten wird das eine bittere Niederlage. Ja, schade Schokolade, ne? Die Leute, die hinter mir stehen, wollen nicht helfen und ich bin im Reload. Jetzt kassiere ich von allen Seiten und bin eventuell tot. Ja, wie man sieht, da oben die Ziele werden auch nicht bekämpft, die rechte Seite ist nicht bekämpft. Ich bin im Reload. Ja, sehr, sehr schade, was unser Team hier schon wieder veranstaltet, ne? So schnell, wie die wieder weggeplatzt sind, das war schon wieder legendär. Ja, also ein 907er im Platoon auch noch, soll nicht overpowered sein, ja. Angeblich. Ich bin auch 40 Sekunden im Reload, ich kann da jetzt nicht gegen mehrere Mediums auf der Wasserseite alleine kämpfen, ne. Das ist auch die denkbar schlechteste Map, die man mit so einer Badget kriegen kann, ne? Weil ihr seht ja, was hier rauskommt. Ruckzuck waren alle tot. Und jetzt stehe ich hier mitten im Kreuzfeuer des Todes. Ich baue uns natürlich am EBR. Ja, und ich bin tot, jawohl. Ja, wir gucken uns doch mal die Ergebnisse an, Freunde. Das ist doch gar kein Thema. Unser Leopard, unsere Mediums. Hier 430U hätte sich dem 907er entgegenstellen können. Er hat die nötige Turm- und Frontpanzerung. Hat mich natürlich dann alleine gelassen mit dem Base Def, ne? Auch der Leopard ist auf die Heavy Line gefahren. Ja, wir schauen da gleich mal. Ob der 907er overpowered war oder nicht, sehen wir dann gleich. Ja, 907er lebt fröhlich weiter, ne? Hat DPM ohne Ende, hat Turm- und Seitenpanzerung ohne Ende und Frontpanzerung. Das Ding ist komplett overpowered, weil die Panzerung von dem kaum zu durchschlagen ist mit so einem normalen Medium, ne? Ja, wir gucken ja mal gleich, was der 907er gemacht hat. Ist ein 907er overpowered, ja oder nein? Das sehen wir ja dann gleich.
Ja, wie gesagt, sämtliche Mediums von uns haben mich im Stich gelassen auf der Medium-Line, auf der rechten Seite oder in der Mitte. Deswegen haben wir ja auch ruckzuck die Wasserseite verloren, ne? Wollen wir mal festhalten. Die allerwichtigste Frage, ist ein 907er overpowered, ja oder nein? Und jetzt, meine Damen und Herren, ich sag's euch so wie es ist, er wird wahrscheinlich den höchsten Schaden in seinem Team haben. Die meisten Kills hat er ja schon, ne? 4 Kills. Weil es gibt so hier Fanboys von Mausiplausi, die kommen dann immer unter meinen Videos und sagen, ja, aber du lädst immer hoch, dass der Gegner 907er hat, aber das Ding ist doch gar nicht overpowered. Ja, Freunde, ich sag mal so, die Fanboys, ne, von diesem besagten YouTuber sind halt natürlich sehr, sehr hartnäckig die Realität am Leugnen. Siehe da, was haben wir denn? Der 907er im Gegnerteam hat knappe 6000 Damage, 4 Kills und insgesamt fast 8000 oder 8000 kombinierten Schaden. Ja? Und ich war dann irgendwann im Reload und habe natürlich vom 430er, vom Leopard und so keine Hilfe bekommen, weil die auf der Heavy Line auf der linken Seite am Rumschlafen waren. Oh, also, haben wir jetzt mal ein für alle Mal festgehalten. Also, erstens war das eine sehr, sehr ungeeignete Map für so eine Bad-Chat, weil du brauchst hier überall Turm und Frontpanzerung, habe ich nicht. Dann kriegt der Gegner natürlich den vollkommen overpowerten 907er. Was hat der? Die meisten XP hat der. Oh, oh, welch eine Überraschung. Die meisten Kills. Oh, oh, welch eine Überraschung. Die meisten, das meiste an Damage. Oh, 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 was für eine Überraschung. Ja? Und dann kommen die Fanboys von Mausiplausi und den Rest und dann erzählen sie mir, 907er Videos machst du, wo der Gegner ein Dreier-Platoon 907er hat oder mehrere 907er oder ein 907er und dann sagst du immer, hey, die werden overpowered. Seit wann ist denn ein 907er overpowered? Ja, die Realitätsverweigerer, ne? Die Realitätsleugner, ne? Da sieht man's, Alter. Vor dem Gefecht schon Bescheid gegeben, dass der komplett abräumen wird und genauso ist es gekommen. Man müsse sich mal vorstellen, auf der Map ist eigentlich, sind die Heavies eigentlich und die TDs im Vorteil. Ja, und wir hatten ja einen 430U, der hätte theoretisch sich, naja, mit der DPM nicht, weil ihr müsst ja auch eine Sache bedenken, ne? Der 430er hat zwar Turm- und Wannenpanzerung, hat aber nicht die gleiche DPM wie ein 907er. Das ist der große Unterschied. Das Ding hier, ne, schießt viel, viel schneller als ein 430U. Das heißt, im direkten Duell 430er gegen 907er würde der wahrscheinlich gewinnen. Der ist auch ein Ticken beweglicher und schneller, würde ich doch mal fast behaupten. Auf jeden Fall aber hat er eine bessere DPM. Das heißt, der schießt viel, viel schneller. So, dann gibt Wargaming natürlich wem die Nulli-Dullis im 10er TD? Das kommt natürlich obendrauf zu dem Unfair Matchmaking. Ne? Wargaming gibt mir die Attrappen-TDs, FV exakt 0, Grille exakt 0. Ja, und jetzt erzähl mir mal, wie man hier, bitteschön, solche Botlowskis kriege ich in mein Team. Ja, was hat der FV für Stats? Botlowski, sein Vater, genauso. Ne? Also zwei Botlowskis, Nulli-Dullis in meinem Team. Ja, was haben die gegnerischen TDs? Der 9er hat hier fast 3000 Damage. Der 10er hat noch immerhin 2200. Das sind die TDs im Gegnerteam und das sind die TDs in meinem Team. Und was mit den Zweien war, habt ihr ja selber gesehen. Die haben mich komplett mit dem 907er Platoon im Stich gelassen. Ne? Da, der war hier mit dem K91er unterwegs und mit so einem anderen Typen. Also, an die ganzen Fanboys von Mausiplausi und dem Rest, einfach mal ruhig sein, wenn man keine Ahnung hat. Kuss geht raus.